Ja, hallo und herzlich willkommen zur Grünen Erzählung 2020. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Sebastian Bucco und leite heute durch den Abend, weil ich unter anderem hier in der Abteilung Inland die Leitung innehabe und mich freue, im 7. Jahr in die Grüne Erzählung zu gehen. Aber wenn ich mich umschaue, und alle merken das auch zu Hause, irgendwas ist anders dieses Jahr. Wir haben lange überlegt, wie machen wir das mit Pandemie und Erzählung, weil tatsächlich die Erzählung ein Format ist, was massiv davon lebt, dass alle dabei sind, sich teilen, sich treffen, sich unterhalten, 400 Köpfe in einem Raum. Das geht natürlich gegenwärtig nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bleiben dabei, wir reden über Veränderungen. Das ist das Thema der Zeit. Alle reden über Veränderungen, so auch wir, aber in digitaler Weise. Und damit wir auch irgendwie zusammenkommen, bitten wir alle, die dabei sind, sich auch digital zu beteiligen, beim Chat, in YouTube, bei Twitter mit dem Hashtag GRZ20, damit wir alle dann auch diese Kommentare nachher einspielen können und uns damit auch weiter zusammenkommen. Tatsächlich, Veränderung ist das Thema der Zeit. Die Pandemie verändert, das haben wir alle gemerkt, unser Leben ganz massiv. Aber auch darüber hinaus ganz grundsätzlich, Veränderung ist ein Thema, was uns bewegt. Wie geht es weiter in der Klimakrise? Wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Wie geht es weiter mit der Demokratie? Veränderung ist ein Thema, was tatsächlich schon länger auf der Agenda steht und jetzt nochmal ganz neue Wendungen bekommen hat. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Thema tatsächlich sehr passend für die Grüne Erzählung in diesem Jahr. Und ich freue mich sehr auf meine erste Gesprächspartnerin und ich begrüße Ellen Überscheer, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Schön, dass du da bist, Ellen. Ich freue mich auch. Das ist gut. Wir wollen zunächst einmal ein wenig über die Grünen reden und darüber nachdenken, was eigentlich los ist mit der Veränderung der Grünen. Wenn wir uns die Grünen anschauen und die Wählerinnen und Wähler der Grünen fragen würden, das geben die Zahlen her, das wissen wir aus vielen Befragungen, dann ist völlig klar, die Grünen können Veränderung. Veränderung ist eine Thematik, mit der grüne Politik eng verbunden ist. Da stellt sich natürlich die Frage für uns bei der grünen Erzählung, warum eigentlich? Liegt es vielleicht daran, dass die Grünen selber sich so verändert haben? Wenn du so fragst, glaube ich, dass es drei Aspekte sind, die da ins Spiel kommen. Das eine ist, dass die Themen der Grünen die Themen sind, die heute als veränderungsrelevant geortet werden. Also das ist das Thema Klimakrise, du hast es angesprochen, beziehungsweise ein Ende der Klimakrise. Das ist das Thema Gerechtigkeit, das ist das Thema ökologisches Wirtschaften, das sind die Themen von Vielfalt und anderem. Also das ist der eine Bereich, das ist die Themen, für die die Grünen stehen, sind die transformationsrelevanten Themen. Und der zweite Aspekt ist, glaube ich, einer, der hat mit der Geschichte der Grünen zu tun. Und zwar, wenn wir auf andere politische Strömungen gucken, dann ist oft der Stolz auf die Frage, wo kommen wir her? Ja, der steht im Vordergrund. Für die Grünen stand immer die Frage im Vordergrund, wo wollen wir hin? Also welche Welt für unsere Enkel? Das war die Frage der Ökologiebewegung in den 70ern. Und das ist ein Drive und ein Motor, diese Frage nach dem Wohin. Und wer nach dem Wohin fragt, will was verändern und will, dass die Welt lebenswert bleibt für die nächste Generation. Das ist Punkt 2. Naja, und Punkt 3 ist natürlich tatsächlich die Metamorphosenhaftigkeit der Grünen selbst. Also die Veränderung in den letzten 40 Jahren. Ich finde immer, die Grünen sind so das klassische Paradigma für dieses Max Webersche von der Bewegung zur Institution. Also wenn wir in die 70er Jahre gucken, die Friedensökologiebewegung, übrigens in Ost und West, Friedensgruppe, Ökologiegruppen, Anthroposophinnen, Anthroposophen und viele andere Leute, die im Kommunistischen verankert waren und so weiter und so fort. Viele wissen, wovon ich rede. Und dann die Idee, wir müssen in die institutionelle Demokratie, Schritt für Schritt, ja, schälte sich so heraus. So, die Gründungsphase war das, sehr amorph. Dann würde ich sozusagen als zweite, ja, quasi Achsenzeit der Grünen, würde ich schon das Jahr 1989, 90 benennen. Auf der einen Seite hat man in den Westgrünen ganz wenige, aber man hat Menschen, die enge Kontakte zu den Dissidentinnen und Dissidenten im gesamten Ostblock pflegen und die sehen, das Thema Bürger- und Menschenrechte ist ein urgrünes Thema, weil es Freiheit und Gesellschaft bewahrt und offen hält. So, und jetzt kommt der Fall der Mauer, die friedlichen Revolutionäre und diejenigen, die in den Westgrünen für Bürgerrechte und Freiheitsrechte eingestanden sind und für Menschenrechte. Jetzt kommt alles dies zusammen mit Bündnis 90 Grüne, wieder eine große Veränderung. Die Westgrünen fliegen raus aus dem Bundestag, heilsamer Schock, wie wir heute wissen. Ja, und gleichzeitig kommen diese Themen,
von Menschenrechten, Bürgerrechten hinein in die Partei, verursachen Veränderung und sind aber auch die Ursache für den und einer der wesentlichen Gründe für den Erfolg der Grünen dann in den nächsten 30 Jahren. Beziehungsweise würde ich sagen, es gibt dann noch einen Zwischenschritt, der die Grünen wiederum verändert hat. Und das ist natürlich die Regierungszeit 1998. Vor allen Dingen deswegen, weil in dieser Regierungszeit die Grünen bewiesen haben, dass sie liefern können in Sachen Veränderung, dass sie was bewegen können auf der institutionellen legislativen Ebene. Ja, das ist sicherlich der wichtige Punkt, weil tatsächlich nicht nur 70 Jahre Veränderungskompetenz, 40 plus 30 Jahre, glaube ich, auch diese Zusammenbringung auch verschiedener Perspektiven ganz wichtig ist, aber auch diese Erkenntnis, auch das Lernen, dass Veränderung wirklich gelingt, auch vor allem innerhalb der Institution. Und vielleicht ist ja auch der große Erfolg da nicht nur, dass etwa 83 die grünen Frauen ins Parlament gebracht haben, quotiert, wir kennen das, sondern dass mittlerweile auch die anderen Parteien, die vielleicht da lange nicht drüber nachgedacht haben, Quoten verankert haben oder selber auch sich verändert haben und darüber diskutieren. Das zeigt auch, die Institutionen lassen sich verändern. Und tatsächlich, glaube ich, auch hier ist gut erkennbar, dieser Schritt von der eher systemkritischen Partei zu einer systemgestaltenden, vielleicht sogar systemrelevanten und systemtragenden Partei. Das ist sicherlich eine Wechselwirkung auch zwischen Partei, Gesellschaft, politischen Institutionen. Wenn wir jetzt den Blick nach vorne richten, was glaubst du, was sind die zwei zentralen Herausforderungen, die uns da bevorstehen mit Blick auf die Grünen? Also nochmal, um auf deine Beschreibung zurückzukommen, ich würde es für mich so sagen, es gibt in der grünen Bewegung einen Spannungsbogen und die Betonung liegt eigentlich auf Spannung. Einerseits zwischen den Visionen und diesem Idealen, also ja, wo Frage nach dem Wohin, und auf der anderen Seite nach der realen Erfahrung und dem Wissen darum, was ist möglich, was ist wirklich umsetzbar. Und aus dieser Spannung heraus, ja, speist sich diese Veränderungskompetenz der Grünen. Und wenn wir mit diesem Spannungsbogen jetzt mal legen auf die Situation, in der wir sind, dann sehen wir auf der einen Seite die Pandemie, die Bewährungsprobe, im Moment wahrscheinlich stärker als möglicherweise im Frühjahr für Politik, für Staat. Was ist mit Freiheitseinschränkungen? Wie stark stehen die Grünen dahinter? Also wie sehr orientieren sich die Grünen, die in der Exekutive sind, in den Bundesländern, in den Kommunen, an dem real Möglichen und an dem Vernünftigen? Und auf der anderen Seite des Spannungsbogens ist im Moment die Herausforderung mit denjenigen, Stichwort Fridays for Future, Stichwort Extinction Rebellion, die sagen, diese Veränderungsgeschwindigkeit, die Grünen jetzt an den Tag legen, die ist uns viel zu langsam. Also das sind diejenigen, die sozusagen wieder bei diesem Spannungsbogen auf die andere Seite ziehen. Und das ist aus meiner Sicht genau die Bewährungsprobe, in der die grüne Politik im Moment steht und an der sie beweisen muss, dass sie Veränderungen durchsetzen kann, umsetzen kann in dieser Spannung für die gesamte Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen Polen. Einerseits denen, die Sicherheit und Verlässlichkeit wollen und auf der anderen Seite mit denen, die Visionen und Ideale umsetzen wollen und zwar möglichst sofort und jetzt. Ja, vielen Dank, Ellen. Ich glaube, das waren schon einige Punkte, die uns auch heute und morgen noch beschäftigen werden.